Hallo, meine Lieben. Ich habe eine Roomtour abgedreht, als wir in der Therme in Erding waren. Wir waren jetzt dreimal da in drei verschiedenen Zimmern. Ich konnte leider nicht so viel finden zu den Zimmern. Und so habe ich Roomtouren abgedreht und stelle die jetzt online. Ich denke, das ist ganz interessant für Familien, wie die Zimmer so von innen ausschauen. Hier ist die Toilette. Hier seht ihr das Badezimmer. Hallo, ich war schon im Bad. Jetzt ist unser Zimmer fertig und ich wollte euch meine Roomtour zeigen. Das ist das Serenissima-Zimmer. Ich bin alleine mit den zwei Kindern da. Die haben ein Beistellbett bekommen und schaut mal, die Kinder bekommen so kleine Sets. Voll süß. Dann ist hier der Balkon, wo man auf das Wellenbecken schauen kann. Es ist schon ordentlich betriebt und es ist schon mittags. Halli, hallo. Hier habe ich eine Roomtour von der Kapitänskajüte. Hier seht ihr das Badezimmer mit Waschbecken, Toilette und Dusche. Es gibt auch noch eine zweite Toilette im Kinderzimmerbereich. Das ist auf der anderen Seite. Hinter der Tür, da sind die Kinderbetten. Wunderschön, da gibt es auch eine Trennwand, die man runter machen kann. Hier ist das Elternbett. Hallihallo, wir sind mal wieder in der Therme Erding. Diesmal sind wir in der Panorama-Außenkabine und ich zeige euch mal die Roomtour. Mein Kleiner ist schon fleißig mit am Start. Die Große ist unten in der Therme mit meiner Freundin und hier seht ihr das Badezimmer. Und da drüben ist die Dusche. Wieder eine wunderschöne Regendusche. Hier kann man die Handtücher aufhängen, damit sie auch schön trocknen. Da ist das große Bett. Und jetzt seht ihr gleich das Kinderzimmer mit einem Hochbett. Da haben die Kinder schon wieder kleine Geschenke bekommen. Da ist auch noch ein kleiner Kleiderschrank. Das Bullauge fanden die Kinder am allerbesten. Hier kann man raus auf den Balkon. Da steht noch eine Strandmuschel, wo man sich drauflegen kann. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserer Roomtour. Bis ganz bald.